Willkommen auf Investor Search. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Warren Buffett und habe viele Bücher von ihm gelesen. Neben den Briefen, die er an seine Aktionäre schreibt, sind natürlich auch Biografien interessant. Mir gefällt sogar diese von Roger Löwenstein am besten, der auch das ganz tolle Buch geschrieben hat, When Genius Failed, wo es um den Long-Term Capital Blow-Up geht. Es ist schon ein bisschen älter, also es endet dann, glaube ich, ist gar nicht mehr um 2000 oder kurz danach. Also der Hauptfokus ist eigentlich auf sein Investmentleben davor, wo ja auch der größte Mehrwert geschaffen worden ist. Er geht auch sehr stark auf die Zeit an, als er diese Buffett Partnership gemacht hat, wo er eigentlich reich geworden ist. Ja, das wird oft ein bisschen vernachlässigt bei Warren Buffett, dass er schon, als er diese Firma gekauft hat, für die damaligen Verhältnisse eigentlich aus dem Nichts schon sehr, sehr reich war. Und diese Berkshire Hathaway war damals auch keine kleine Firma. Und er geht aber sowohl auf die Persönlichkeiten ein, als auch auf die wichtigen Investments und Strategien von ihm. Und auch hier wird einem klar, dass halt auch vor allem die Kultur entscheidend ist, wie neben relativ simplen Regeln, die virtuos angewandt worden sind. Also wer ein bisschen mehr über ihn erfahren will, das ist eigentlich das Buch. Und ist auch von der Länge her nicht ganz so wie die andere Biografie, die auch sehr gut ist. Ich glaube, mit dem Snowball habe ich auch gelesen, die war schon etwas langatmiger. Die ist einfach, finde ich, ein bisschen noch auf den Punkt gebracht und auch sehr gut geschrieben. Also wer über den größten Fundamentalinvestor unserer Zeit, Warren Buffett, mehr erfahren will, möchte, für den ist diese Biografie auf jeden Fall ein Must-Buy.